Die News Kompakt werden Ihnen präsentiert von MAPEI. Technologie, auf die Sie bauen können. Ausbildung zum Fliesenleger ist wieder beliebter. Wie das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln mitteilt, gibt es entgegen dem allgemeinen Trend im Handwerk Ausbildungsberufe, die sich über steigende Bewerberzahlen freuen dürfen. Bei der Ausbildung zum Fliesenplatten- und Mosaikleger gab es im letzten Jahr 31% mehr Bewerber. Laut dem Institut läge das vor allem an den attraktiven Gehältern und daran, dass es während der Corona-Zeit keinen nennenswerten Einbruch bei der Beschäftigung gegeben hätte. Neue Asbestförderprämie der BG Bau. Für das Arbeiten mit Asbest beim Bauen im Bestand bietet die BG Bau seinen Mitgliedsunternehmen eine Arbeitsschutzprämie. Das Paket umfasst unter anderem Handmaschinen mit Absaugung, Bauentstauber der Staubklasse H, Luftreiniger oder Atemschutz-Halbmasken mit Filter P3. Der Zuschuss pro Unternehmen liegt bei 50% und maximal 5.000 Euro. Kampagne für nachhaltige Fliesen. Der Bundesverband Keramische Fliesen rückt das nachhaltige Bauen mit Fliesen mit einer breit angelegten Kampagne in den Fokus der Öffentlichkeit. Am 12. Oktober fiel der Startschuss für das Finale der Social-Media-Kampagne. Mit der Kampagne wird gezeigt, wie nachhaltig Fliesen sind und dass sich damit der CO2-Fußabdruck beim Bauen deutlich verringern lässt. Fliesen- und Plattenforum im neuen Format. Ein Neustart auf ganzer Linie legt Fliesen und Platten mit seinem neuen Forum hin. Nach der Corona-Pause 2021 und 2022 gibt es nun einen neuen Veranstaltungsort und einen Sommertermin. Am 15. und 16. Juni 2023 geht das Forum nun im Ruhrturm in Essen mit vielen spannenden Programmpunkten an den Start. Weltnormentag – lustig oder lästig? Für viele sind Normen nur ein lästiges Übel, für andere sind sie eine unverzichtbare Hilfe bei der täglichen Arbeit. Für den heutigen Weltnormentag haben wir uns zwei lustige Normen-Highlights herausgesucht. Laut EU-Norm muss der elektrische Widerstand von Honig bei 0,8 Mikrosiemens pro Zentimeter liegen, so soll die korrekte geografische Lage nachgewiesen werden können. Und auch für das Kondom gibt es eine EU-Norm. Es muss Platz für mindestens 5 Liter Flüssigkeit haben, es muss 17 cm lang sein und einen Durchmesser von 56 mm haben. Die News Kompakt wurden Ihnen präsentiert von MAPEI. Technologie, auf die Sie bauen können.